Guck mal, Alter. 11.155, weil wir so gut sind. Just another desert level. Der Name ist vielversprechend. Wenn du der Meinung bist, dass es just another desert level ist, dann bau doch was Vernünftiges. Was halten Sie denn davon? Mr. Typ, ihr müsst übrigens gleich noch, ich sag das mal, hier müsste gleich noch ein Paket von Amazon ankommen, ne? Ja. Deine Gartenschlauchbrause. Der wir natürlich nur den Gartenschlauch brausen werden. Ach Gott, musste ich irgendeinen willkürlichen Goomba umbringen? Oder er mich. Mal gucken, überlege ich mir noch. Snap Sauce, ja. Hatte ich hier nicht sogar. Stimmt, ich hatte sogar ein Power-Up. Hab's trotzdem nicht geschafft. Oder. Moment, es könnte natürlich theoretisch. Aha. Dass der Schlüssel vielleicht da drin ist. Und dass wir ein Rätsel in der Wüste lösen müssen. Jetzt kommt's ganz dicke. Haha. Guck dir das an. Guck, wie klug wir sind. Ist das dasselbe? Okay, gut, Glück gehabt, danke. Dasselbe Level nur rückwärts, es wirkt etwas so. Aber ich glaube, es ist nicht der Typ. Bum, bum. Krutz macht ein Rätsellevel, ruf schnell Jerome an. Yes. Bitch. Guck. Aber was war in der anderen Röhre? Was mit... Da war doch die Röhre mit... Ach, da... Ah! Ach, hat sie jetzt gerade geklingelt. Es kommt noch ein Amazon-Paket an. Das hat er nicht so lange auf sich warten lassen. Nachdem wir haben ja letztens das Schlauch-Unboxing vergessen, da können wir jetzt so ein bisschen die Gartenschlauch... die Gartenschlauch-Brause auspacken. Ist ja viel geiler. In vielerlei Hinsicht. Fuck. Sieht so böse aus. Aber auf der anderen Seite auch direkt so zahm. Das ist herrlich. Ist sie wunderschön? Ist sie wunderschön? Wie noch nie ausgepackt. Hallo, wie... Das hast fast gesagt, du packst nur sonst aber direkt alles aus, was spritzt. Aber das wird... Hallo? Was ich gerne tun, natürlich. Für dich. Moment, stopp. Ist da noch ein One-Up drin? Ich möchte noch ein drittes One-Up haben. Warum denn nicht? Aber, warte mal, durch die Münzen. Yes! Das war schon sehr, sehr freudig erregt jetzt, oder? Also ich hätte eh noch eins bekommen, aber egal. So, guck, diesmal niemand mehr über das Ziel hinausgeschossen. Guck, wie gut wir sind. 36 Leben. Das ist ja der Wahnsinn. Klingt wie so ein Lied, oder? 36 Leben. Irgendwo in Berlin oder so. Dankeschön. Ach stimmt, es war ein gutes Level, ich hätte sterben können, stimmt. Ich bin so gewöhnt, aus diesen Challenges keine Sterne zu geben oder Herzen. Mal gucken, ob ich... Ach, guck mal. Wüstenlevel, Wahnsinn. Habe ich das nicht gerade schon gespielt? Ja, aber ein sehr, sehr ähnliches, ne? Ja, es ist ein ähnliches gewesen. Ey, der Start war aber fast identisch, oder nicht? Wiggle? Auch, okay. Nehmen wir natürlich auch gerne, wenn ich schon nicht wiggeln darf. Zumindest Bienen in der Wüste. Und ein Schakpar. Vielleicht ist die Fortsetzung. Stell dir mal vor. In derselben 100 Mario Challenge endlos Dingens. Yes. Stopp. So. Fertig. Jetzt können wir weiterspielen. Das war wahrscheinlich eine sehr, sehr dumme Nicht. Moment. Das riecht ja schon fast wie so ein... Du bist ein Penis. Nein! Ach, du bist doof. Hashtag Wiggle Wiggle. Wahoo, mein Freund, ohne Hut. Tja, ich bin auch ohne Hut. Pat ist ja nicht da. Sad Story, bra. Zwei noch. Ah, wir werden die 10.000 mit den zwei aber nicht schaffen. Ich werde weinen. Mario's Jungle Adventure von Nicktendo. Das ist ein sehr kreativer Name, den nicht jeder zweite im Internet hat. Ich hätte eigentlich meinen Kanal ja eigentlich... Ich hätte den eigentlich... Bin ich ja blöd. Die Herren nennt sich Krutz. Ich hätte mich einfach nur Christendo nennen müssen. Zack, wäre ich berühmt. Ich trottel.
Wie freundlich von dir, wie freundlich von dir. Tschüss. Boah, die gelbe, die lila. Dein Stängel ist grün, der Kopf ist lila. Geh mal zum Arzt. Also zieht sich deine Schlange immer so komisch zurück. Irgendwann. Oh, Hera! Oh, Hera! Brauche ich die roten Münzen? Ich hoffe nicht. Hilfe. Vielleicht ist er mit Nintendo verwandt. Möglich. Mache ich mir gerade die falschen Feinde? Möglich. Machen wir uns nichts vor. Ach, das war jetzt... Ach, interessant eigentlich, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jemals gesehen habe, dass du die roten Münzen brauchtest, einfach nur um einen Checkpoint zu bekommen. Das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Idee, ehrlich gesagt. Also, weißt du, normalerweise, wenn du die roten Münzen sammelst, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die sind vonnöten, um das Level zu schaffen. Oder die sind, Oder die, gut, dass ich ihn hatte. Oder die sind komplett überflüssig, also mehr oder weniger überflüssig, weil du halt nur irgendwie ein paar Münzen oder ein One-Up dafür bekommst. Die One-Ups jetzt sind wichtiger als früher, aber, ne. So, ziemlich cool. I like. Fan. Ich glaube, extra für den, allein für den optionalen Checkpoint werde ich dem Level gleich schon ein Herzchen geben. Wenn ich ehrlich sein soll. Ach, boah, die Hitbox von den Boom Booms ist aber echt mal gewöhnungsbedürftig, ey. Okay. Levelende, schätze ich mal. Ja. Hui! Schön. Cool. Nehmen wir. Etwas, ich sag mal, etwas spartanisch designt, aber wir nehmen es. Gutes Level. Weiter im Text. Dankeschön. Ah, jetzt kommen wir aber langsam voran. Winter Challenge von Flipper. Easy. Als ich 2009 in San Francisco war, sind wir am Hafen in einem italienischen Restaurant eingekehrt. Fishy Amazon nach einem geilen Essen. Drei Gänge für $21. Wollte ich einen Ramazzotti haben? No, we don't have it, but you can get 10 arts of absolute vodcast, I say, I don't know, ne? Ich sagte, ja, in der Reihenfolge, der Kellner, you're my guy, ich, yes my friend, and hurry up for the first vodka, Shamrock 100. Ha. Hilfe. Easy, danke dir. Was mir davon jetzt am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist die Tatsache, dass drei Gänge für $20 ziemlich günstig sind, oder? Heilige Scheiße. Das kann man ja mal machen. Da kann man sich dann ja quasi auch mal ein 10-Gänge-Menü absolut Wodka leisten. Das ist ja fantastisch. Danke dir, Easy. Hätte gedacht, dass in Städten wie San Francisco das Essen sehr viel teurer ist. Yay! Ganz schön rumgekommen. Möchte ich meinen. Guck mal an, Boom. Der wievielte Boom Boom ist das heute? Jetzt mal ohne Scheiß. Der fünfte? Heilige Scheiße. Gefühlt in jedem zweiten Level sind Boom. Nicht, dass ich es schlimm finde bisher, aber. Lass uns hoffen, dass dieser Trend sich nicht bis zum Ende dieses Spiels durchsetzt. Oder aufrecht behält. Scheiß drauf, wir riskieren es einfach. Best Waifu. Wir brauchen ein Boom Boom Waifu-Kissen. Ich bin dafür. Nintendo, make it happen. Oh. Wieso denn der da? Der passt da überhaupt nicht hin. Der gehört gar nicht da. Der gehört da gar nicht. Also, nee. Och Gott. Irgendwann übergibt er sich wirklich, glaube ich. Irgendwann ist vorbei. Da übergebe ich mich einfach. Kniesi, hab Dank. Passend zur beruhigenden Musik in diesem Eislevel? Nehmen wir dann einfach mal eine Runde Benny Hill. Aber wann nehmen wir eine Runde Benny Hill nicht gerne? Gibt. Schönes, der Applaus trotzdem getriggert worden ist. Schön, danke. Das hat es aufgewertet. Danke.
Ja, ich glaube auch, ich skippe, ehrlich gesagt. Es war lustig, aber ich glaube, ich ziehe von dann. Danke dir, Easy. Was haben wir denn Feines? Erzähl, mit unserem letzten Level auf dieser Seite, to slide or not to slide, von Timji mit grünen verdammten Haaren. Hast du die im wahren Leben auch, mein Freund? Muss ich jetzt entscheiden, welche Gegner... Aha. Sneaky, tricky, toll. Das finde ich gar nicht mal so uncool. Der hier. Yes. Aber manchmal weiß ich das vielleicht nicht. Sind die Münzen Punkte? Punkte des Wissens? Ich würde mal sagen, hier. Yes. Ich tippe auf die beiden, Gott sei Dank. Allein schon, weil Boom Boom mehr Hits hat als einen. Hier. Yes! Easy! Yes! Danke dir! Du und Pokémon? Guckst du Pokémon? Gib's doch zu. Danke dir! Cooles Level. I like. Vor allem, keine Ahnung, es gibt ja so viele neue Sachen in dem Spiel und das dann durch so ein Level mal zu lernen, ist gar nicht mal so verkehrt. Bin Fan. Weiterspringen, okay. Die Frage ist, zählt das jetzt dann noch als Rutschen, wenn ich quasi vom Rutschen springe und dann in so einen, ich hätte es fast Tentakel genannt und damit meine ich Eiszapfen. Aber das ist ja auch dasselbe. Ich als großer, großer Anime-Fan kenne da natürlich keinen Unterschied. Nein, ach komm. Zugegebenermaßen bin ich da wenigstens selbst dran schuld. Deinen Stern bekommst du trotzdem. Wir wollen ja mal ausnahmsweise nicht so sein. Oh, da ein Penis. Wahnsinn. So. Dinner for one. Nah dran. Danke dir, Easy. Dankeschön. So, hier, der Hasse. War gut. Ich war unterhalten, ich habe gelernt. Mehr kann ich von dem Level nicht erwarten. Sind wir jetzt in den Top 10.000? Ich sag nein. Pogolus! Champolus. Yes. Also, da dann gleich wieder ansetzen. Guck mal, wir haben sogar irgendwie ganz viele Leben dazu bekommen. Fantastisch. Wir gucken mal ein paar Level hier. Ich hatte ein paar Sachen runtergeladen und wir können aber erstmal noch die... Gucken, ob es irgendwelche neuen Level gibt. Von den freundlichen Machern in der Favoritenliste of Doom. Was haben wir denn Schönes? Mark, ein Easy Level. Aha. Und ein Speedy Level. Oho, oho. Weltrekord Falke. Der ist aber ganz schön schnell, oder? Zack, grüß dich. Hi, wie geht's dir? Robin, ebenso. Grüß dich. Abend. Das Level von Easy ist gerade eben online, da ist Falke schon Weltrekordhalter. Streber. Das Thema ist so fantastisch. Das ist, oh, ein Scheiß. Das Spiel ist so optisch. Ah, oh, ich bin so begeistert. Großer Fan. Hellblau. Ich weiß gar nicht, ob ich die hellblauen Röhren schon mal bewusst gesehen habe. Vielleicht sehe ich die gerade zum allerersten Mal. Liest irgendwer den Titel des Streams? Ich habe da mittlerweile ernste Zweifel dran. Das nächste Mal schreibe ich da einfach ein Gedicht rein oder so. Mal gucken. Liest eh keiner. Oder ich beleidige irgendwen. Das ist scheißegal, liest eh keiner. Guck mal, ein Männchen. Wahnsinn. Stimmt, Falke überfliegt einfach. Der Cheater. Haha, guck. Wir fragen uns immer, wo das Wort Cheaten herkommt. Das ist klar, wenn er die Level überfliegt, dann ist er ja eben nichts anderes als das. Okay. Der Levelname? Lumber Forest, ne? Ach, das. Ich habe nämlich gerade überlegt, was das ist. Ich dachte, im ersten Moment dachte ich nämlich an sowas wie Totenpfähle oder sowas, aber als Bäume ergeben die Teile tatsächlich auch ihren Sinn. Den beleidige ich? Den ich beleidigen möchte. Tja, Martin, hast du jetzt Angst? Tja. Verkackt. Noch ein Checkpoint. Yes. Ach Gott, der Hintergrund ist so fantastisch. Mit den rosa Schirmchen. Ach Gott. Hier kommen die Tränen. Schönes Level. Stimmt, Totenpfähle bestehen aus Baum.
Aber nicht aus Röhrenbaum, glaube ich, ne? Läuft. Dankeschön. Toll, toll, toll. Schönes Level. Warframe war zu fordern. Hör mal, setz mal Prioritäten richtig hier, du Eumel. Ich weiß noch, dass das Puzzle-Level gesehen. Läuft. Das Wichtigste. Das damals Schnuffel mir auch mal irgendwann Warframe. Ach du Scheiße. Das Schnuffel mir auch mal irgendwann Warframe vorschlug, aber weiß für die Streams natürlich nichts. Sowas würde ich, wenn überhaupt, privat spielen, aber ich glaube, selbst da interessiert es mich persönlich nicht. Warframe. Nicht extra rufen lassen. Ja, wir haben noch extra den Jerome-Rufservice eingerichtet. Brav, wie wir sind. Warte, immer noch auf das erste Level, das mir zeigt, dass diese Dinger nicht total dämlich sind. Spoiler, dieses Level ist es nicht. Hui, gib mir das. Ja, die Hintergründe sind fantastisch. Das war einer der ersten Hintergründe, die mir wirklich ins Auge stachen während der Trailer. Das sieht einfach nur fantastisch aus. Das ist mein Ding jetzt weg. Ja gut. Mistakes have been made. Das ein oder andere vielleicht. Was ist denn? Der Sprung ist so ekelhaft. Mit Regrab, Alter. Weil ich so gut bin. Du musst das nur mit einer möglichst tiefen Stimme so sagen, dann glauben die Leute dir schon. Dann wirkst du sofort... Dann wirkst du sofort vertrauenswürdiger. Und du kannst sofort Werbung für weiß ich nicht, für Zigaretten und für Parfüm etc. pp. Machen. Das ist ein netter Nebeneffekt sozusagen. Die eine fehlende Kante, da hat mich gerade sehr getriggert. Speedy, macht das bitte richtig. Speedy ist für das Level verantwortlich. Speedy ist quasi die Aufsichtsperson. Ach, hier fehlt auch die... Ach, okay. Es ist so komisch, dass du die einfach stunlocken kannst. Gerade in News, das patchen die bestimmt noch raus. Das ist eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind bei Boom Booms in 3D, in News Soup, dass du die stunlocken kannst. Merkwürdige Entscheidung, finde ich. Das Renntempo geht so schnell nach oben. Rayleigh Lady! Grüß dich, hi. Wie ist die Lage des werten Wolf-Kollegens? Jetzt ist die Geschwindigkeit wieder normal. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass es ein Softlock ist, ehrlich gesagt. Aber Speedy hat extra dazu gesagt, dass das Level keinen Troll hat. Moment, den muss ich umbringen, ne? Wie erwartungsvoll er nach unten guckt. Und dann wird er einfach nur verbrannt. Ja gut. Tschö auch. Immerhin besser als das erste Level. Ein paar deiner Mario Maker 1 Level. Ach, die waren doch okay. Die war doch gut. Ich meine, jeder fängt mal klein an, aber selbst damals waren die immerhin schon mal schön anzusehen, im Gegensatz zu vielem anderen im Mario Maker 1. Wo ist nochmal mein Download-Bot? Da habe ich irgendwie... Da, der Speicherbot, den brauchen wir. Danke euch. Da haben wir die Level von Jerome. Das sind diese drei hier, wenn mich hier alles täuscht. Die sind, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das der Account von dem Macher von Celeste. Ich dachte immer, es wäre ein Kerl. Aber habe ich mich wohl getäuscht. Habe ich mich wohl getäuscht? Wie geht's dir, Ray? Erzähl. Ja, vielleicht ist der Account seiner Tochter oder so? Shit. Fuck. Ja, die Super Mario Bros. One Banzai sind großartig.
Aber wir hör doch auf zu furzen, Mensch. Das ist meine Aufgabe. Beraube mich nicht meiner einzigen Aufgabe. Das Einzige, was ich wirklich gut kann. Soll ich hier warten? Ich mag den Sprung jetzt schon nicht. Ich soll mich nicht da rumstehen lassen und warten. Entschuldige mal, Herr Macher von Celeste. Da waren deine Romhex aber besser. Scheiße. Ja. Vorhin zur Musik auf Gymnastikbällen rumgetrommelt. Wie kommst du denn dazu? Machst du Aerobic? Gibt's Aerobic noch? Aerobic, manchmal habe ich das Gefühl, dass Aerobic so eine Modeerscheinung aus den 90ern war. Also einmal hüpfen. Trial and Error, Freunde. Trial and Error. Echt, du machst Aerobic? Ja, halt da stehen. Hast du dann noch immer so ein schönes, buntes Stirnband um? Ernsthaft. Und ganz wichtig war früher natürlich dann eine Leggings und darüber ein Body mit Stringtanga. Aha. Aha. Okay. Jetzt mag ich. Mal gucken, wie lange noch. Das hat Spaß gemacht. Hashtag furzende Schweine, bitte. Es ist wichtig. Fuck. Heilige Scheiße, okay. Hier war ein Power, ne? Ja. Nicht ganz so, wie man es vermuten mag. Erzähl, wie denn? Was müssen wir uns denn unter Ray Robic vorstellen? Warte ich zu lange an einer Stelle? Es wirkt etwas auf mich so. Okay. Aha! Hinaus. Hashtag furzende Schweine. Birch. Nice. Ha, fuck. Shit. Okay, cool. Läuft. So geht die Stelle. Hast du das Level schon gespielt, oder? Ich gehe mal davon aus, dass... Also ich meine, es gibt mit Sicherheit... Fuck. Es gibt mit Sicherheit jetzt schon in Mario Maker 2 Level, die relativ berühmt sind, die ich allerdings alle noch nicht gespielt habe, aber ich bin extrem gespannt drauf. Rhythmisch auf Bällen rumgetrommelt? Na, immerhin. Rhythmusgefühl schulen ist ja auch schon mal was Feines. Habe ich mir sagen lassen. Nicht, dass ich irgendeiner von Rhythmusgefühl hätte. Bin ja kein Brasilianer. Höchstens fußballerisch. Das war tight. Checkpoint. Vor dem Stream gespielt. Hast du geschafft oder nicht? Es klang jetzt gerade so, als hättest du es nicht geschafft. Sehr schönes Level. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und jetzt leider nicht Sternen, weil es ist im Download-Bot. New 3D World. Na, wir gucken uns das mal an. Mal schauen, was so passiert. Hast du geschafft? Läuft. Ja, es war jetzt noch nicht so schwer. Danke euch. Ja, mit H sieht das dann halt so ein bisschen spanisch aus. Das passt schon. Das ist ein Chef. So, gut. Okay. Shit. Ich hoffe, ich brauche ich das? Nö. Okay, cool. Moment. Was war da jetzt runter? Das Ding. Aber dafür brauche ich einen Panzer, oder nicht? Muss ich jetzt zurückgehen? Ich hoffe nicht. Okay.
Nein! Das ist aber schwierig jetzt. Hallo. Trunk. Grüß dich, wie geht's dir? Mario Maker 2 bestellt, aber keine Switch. Gibt's eine Möglichkeit, Switch-Cartridges woanders drauf zu spielen? Fuck, Hero, grüß dich. Mein werter Freund und Kupferstecher, wie geht's dir? Die Wüstenspikes, ja, die Säcke. Meine persönlichen Freunde. Meine guten alten persönlichen Freunde. Shit. Die Hitbox war da, also schon da, aber die Spikies nicht, mein Freund. Ich hoffe, das wird alles noch rausgepatcht. Aber stimmt, oder? Obonobo! Hast du dir denn vor, noch eine Switch dazu zu kaufen? Oder wolltest du jetzt das Spiel? Möchtest du das Spiel einfach nur in deinem Regal stehen haben? Was ich verstehen könnte bei den Leveln. Nein, die Level sind fantastisch, Leute. Bitte? Ja, oder bei Freunden spielen, stimmt. Shit. Das wäre eine Möglichkeit. Fabrizio, grüß dich. Sehr gerne. Es ist natürlich meine Lieblings-8-Level, wobei ich sollte es nicht zu laut sagen. Hinterher nimmt das wieder irgendwer für voll. Und fühlt sich dann berufen. Ich bin nicht Carl Sagan, das tut mir leid. Zeit! Samu, Herr Geburtstagskind, grüß dich! Wie ist die Lage? Was macht die Feierei? Und wie geht's dem Papa? Frage ich jetzt mal einfach willkürlicherweise. Danke euch!